genau. Ich halte mich kurz, probiere es zu machen und diesen Übergang von der höheren theoretischen Ebene jetzt auf das konkrete praktische Projekt. Das Acker-Syndikat ist ja immer wieder erwähnt worden, heute schon. Im Prinzip geht es darum, relativ ähnlich, wie jetzt auch von der Kulturland schon vorgestellt wurde, einen gemeinwohlorientierten Bodenträger zu schaffen, der, um jetzt direkt vorweg sozusagen, was ich glaube, was so die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale sind, dass es bei uns sehr stark um Dezentralität und um Selbstorganisation geht. So ganz grob, irgendwie ist es... Es ist andersrum. Genau, das Acker-Syndikat ist vor ein paar Jahren entstanden aus einem Zusammendenken von solidarischer Landwirtschaft und dem Mietshäuser-Syndikat, was eben ja schon erwähnt wurde, und geht im Prinzip darum, die Grundideen von solidarischer Landwirtschaft möglichst konsequent auch auf die Frage von Landeigentum zu übertragen und das Ganze möglichst basisdemokratisch aufzubauen, dass das Eigentum eben vor Ort in lokalen Strukturen gehalten wird und sich in einem Gesamtnetzwerk zusammenschließt, was dafür sorgt, dass die einzelnen Projekte unverkäuflich sind und es ist so kontraintuitiv, dieses Ding. dass sie unverkäuflich sind und die Selbstorganisation gewährt wird. Ich wurde heute schon ganz oft danach gefragt, wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich so, und ich habe deshalb mal gedacht, ich bringe jetzt hier so eine Grafik mit, das ist manchmal einfacher als mit Worten zu erklären. Also es gibt den Acker-Syndikatsverein, in dem sind alle möglichen Projekte, die Teil vom Acker-Syndikat sind, Mitglied, und das Acker-Syndikat ist wiederum in jedem einzelnen Verein Mitglied. Und die Projekte gehören immer einem lokalen Verein. Also die erwerben dann das Land auf die eine oder andere Weise und können darüber eigentlich verfügen, komplett eigenständig. Allerdings ist das Acker-Syndikat eben mit drin und verhindert, dass das Ganze wieder verkauft werden kann dass irgendwer sich daran privat bereichert auf andere Wege. Also es geht viel um dieses Stichwort Kapitalneutralisierung, also einerseits zu schauen, dass das Geld langfristig gebunden bleibt vor Ort und es nicht wieder verkauft werden kann, und dass aber auch geschaut wird, dass ich jetzt nicht selber Geld mitbringen muss, um da groß was zu machen, und dass ich auch nicht, nur weil ich viel Geld habe, viel zu sagen habe. Also es ist so, dass auch in der Finanzierung sehr vieles über Direktkredite läuft, also Leute irgendwie, die ein bisschen Geld über haben, einen Kredit an ein Projekt geben können. Mit diesem wird dann das Land gekauft, aber nur weil ich einen Kredit gegeben habe, heißt es noch nicht, dass ich was zu sagen habe. Also bei der Genossenschaft ist es ja egal, wie viel ich mit reingebe, habe ich eine Stimme. In unserem Fall ist es so, egal wie viel ich reingebe, habe ich dadurch überhaupt gar keine Stimme. Kann man jetzt besser finden oder schlechter, aber es ist halt sozusagen, glaube ich, auch nochmal ein ganz spannender Unterschied. Genau. Das Mietshäuser-Syndikat ist auch beteiligt im Acker-Syndikat wiederum, und wir sind auch wiederum Mitglied im Mietshäuser-Syndikat. Also dass auch darüber sich gegenseitig sozusagen dieses größere Ziel von der Unverkäuflichkeit auch weiter garantiert werden kann. Jetzt können wir uns nochmal die Struktur von so einem einzelnen Hof anschauen. Da ist dann eben das Acker-Syndikat Mitglied, und der Hof ist wiederum, oder die Menschen dort sind über diese Struktur wiederum Mitglied im Acker-Syndikat und garantieren dann also auch die Unverkäuflichkeit von allen anderen Projekten. Das Acker-Syndikat ist jetzt also nicht einfach eine Organisation, die getrennt von den einzelnen Höfen zu betrachten ist, die dann da irgendwie was reinspricht, sondern es ist der Zusammenschluss all dieser Höfe, die sich gegenseitig eben dabei unterstützen, langfristig ihre ideellen Ziele zu erhalten und aber auch sich finanziell gegenseitig unterstützen. Also das ist was für uns sehr wichtig ist, diesen Solidartransfer, den es auch im Mietshäuser-Syndikat schon gibt, dazu erhalten. Dass also bei solchen Projekten ist es ja tendenziell so, dass am Anfang irgendwie Geld gebraucht wird, und wenn das Projekt erstmal irgendwie aufgegleist ist, dann verbessert sich
in den meisten Fällen im Laufe der Jahre die finanzielle Situation irgendwie, Kredite werden abbezahlt, die Schulden sinken, ich muss deshalb auch auf weniger Geld Zinsen zahlen und so weiter. Und je länger es geht, desto privilegierter steht am Ende eigentlich so ein Projekt da. Und wir wollen aber, und es gibt da eben auch schon sehr, sehr viele landwirtschaftliche kleinere Commons-Projekte, die so ein bisschen sagen, okay, wir haben jetzt hier schon einen Verein und es gibt es seit 20 Jahren und ist eigentlich alles ganz gut. Und wir finden aber, dass es eigentlich nicht reicht, dabei stehen zu bleiben, sondern sagen, wir sind halt alle nicht frei, solange nicht wir alle auch wirklich frei sind. Und es ist die Aufgabe von denjenigen, die das Privileg haben, jetzt schon auf einem länger bestehenden Hof zu sein, mit den dadurch frei werdenden Mitteln neue Projekte zu unterstützen. Und deshalb gibt es eben den Solidartransfer, dass je länger ein Projekt dabei ist und je besser es finanziell aufgestellt ist, desto höhere Abgaben zahlt es ins Ackersyndikat, die bei uns nicht für bezahlte Stellen oder sowas verwendet werden, sondern wirklich nur für den Erhalt der Organisationsstrukturen, irgendwie IT-Infrastruktur und eben die Finanzierung von neuen Projekten wiederum. So, um das ganze Schneeballsystem mäßig weiterzumachen. Genau, das ist jetzt ganz viel Text hier. Ich glaube, was vielleicht wichtig ist, ist, dass das Ackersyndikat von uns auf jeden Fall als eine Ergänzung gedacht ist zu zum Beispiel Kulturland und Bio-Bodengenossenschaft und sowas. Und uns einfach wichtig ist, Projekte immer, die zu uns kommen, zu beraten und zu schauen, passt es für uns oder passt nicht die Kulturland besser, passt Bio-Boden besser. Und ich glaube, es ist wichtig, da die verschiedenen Stärken und Schwächen der jeweiligen Formen im Blick zu behalten und dann irgendwie zu gucken, dass wir uns da als Ergänzung und nicht als Konkurrenz irgendwie verstehen. Genau. So, das, wir haben so ein paar Zielkataloge und sowas. Ich glaube, es ist eher, bevor ich das jetzt runterratter, irgendwie im Nachgang der Veranstaltung vielleicht nochmal anschauen oder so. Genau, soweit von mir. Dankeschön. Ja, ich freue mich voll, dass ich hier sein kann. Ich habe ganz naiv, als ich die Präsentation vorbereitet habe, die ungefähr 5 Minuten dauern darf, gedacht, ich stelle noch mal die ganzen tollen Sachen vor, die der Verein so macht. Und die Folien würde ich jetzt überfliegen und eventuell später noch mal drauf zu sprechen kommen, was wir alles so machen, außer uns für ja, eine faire Landvergabe irgendwie einzusetzen. Aber auf jeden Fall kann ich noch kurz sagen, dass wir für das, was wir machen, auch Systemdienstleister genannt werden. Und das ist ein Begriff, den jemand geprägt hat, der auch hier sitzt. Kommt aus der Wissenschaft. Und wir setzen uns eben für solidarische Landwirtschaft ein. Und ich stehe heute hier, weil wir uns auch für Flächenvergabe einsetzen. Unser aktuelles Ich wollte ja überfliegen. Heute Abend sind wir Teil einer Ausstellung in Leipzig, weil wir uns auch gegen rechts einsetzen. Aktuell sondieren wir einen potenziellen Landesverband oder eine Landesvertretung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft in Sachsen. Das ist ein Projekt, was aber bald ausläuft. Und das wäre vielleicht auch noch interessant zu wissen. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir finanzieren uns halt immer nur von Projekt zu Projekt. Und kann auch sein, dass es irgendwann mal kein Projekt mehr gibt. Aber das sächsische Staatsministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Klima ist aktuell noch uns sehr wohlgesonnen gegenüber und hat ja auch ganz viele tolle Projekte in den letzten Jahren oder Fördermittelausschreibungen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht. Da haben wir von profitiert. Schauen mal, wie es wird, wenn im Herbst gewählt wird. Genau, wir sind Teil des Projekts Nascent Sola Regio. Ich überfliege jetzt. Wir hatten ein ganz tolles Veranstaltungsprojekt in Sachsen. Wir haben Broschüren entwickelt und wir haben auch dafür gesorgt, dass die Solawis in Leipzig ein gemeinsames E-Lastenrad bekommen. Und wir haben uns aber eben auch dafür eingesetzt, dass in Leipzig die kommunalen Flächen mit einem Flächenvergabesystem verpachtet werden. Und das haben wir zum Teil in Zusammenarbeit auch mit der ABL gemacht, haben Stellungnahmen verfasst, aber eben auch, als das Ganze anfing mit dem Leipziger Ernährungsrat, da gibt es nämlich auch eine AG Solidarische Landwirtschaft und das Ganze ging zurück auf Anträge der Grünen im Leipziger Stadtrat von 2019. Ein buntes Potpourri an Anträgen, die in den Stadtrat gebracht haben und daraus wurde dann einen Verwaltungsvorschlag eingebracht, der dann hieß, dass doch eine Gesamtkonzeption Landwirtschaft im Stadtgebiet Leipzig erstellt werden solle, die extern
also an einen externen Auftragnehmer vergeben wurde. Das wurde auch beschlossen. Genau, in Leipzig ist ja eine rot-rot-grüne Mehrheit und das erste Rot ist links in Leipzig. Also ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt, aber das ist auf jeden Fall für die Entwicklung in Leipzig total toll. Genau, und das wurde dann eben auch beschlossen und dann wurde dieses Konzept an die IAK Agrar Consulting GmbH vergeben, hat dann 3 Jahre gelauert, wurde letztes Jahr erst beschlossen, allerdings nur der erste Teil, nämlich die Ausschreibungskriterien und Regeln zur Bereitstellung von landwirtschaftlichen Nutzflächen der Stadt Leipzig, also die der Stadt gehören. Die ganzen anderen darunter stehenden Punkte wurden noch nicht beschlossen und beziehungsweise sind noch nicht entwickelt. Zum Beispiel, wie in Zukunft Nutzungskonkurrenzen irgendwie verhindert werden können, beziehungsweise wie landwirtschaftliche Flächen gesichert werden können. Also nicht nur, wie sie verpachtet werden, sondern wie sie auch als landwirtschaftliche Fläche, also in der Nutzung bleiben. Das ist schon ein großes Problem. Da gab es auch viele Beschwerden und es stand auch kurz vor auf der Kippe, dass sich die SPD und die Linke überhaupt aktuell für die Umsetzung und für diese aktuelle Ausschreibungskriterien, für den Katalog der Ausschreibungskriterien, dass die da überhaupt zustimmen wollten. Das stand auf der Kippe, weil die dachten, dieses Gesamtlandwirtschaftskonzept, das ist noch kein Landwirtschaftskonzept. Das steht überhaupt noch nicht fest, wo wir hinwollen und wie wir auch unsere regionalen Wertschöpfungsketten, vor allem die Bio-Wertschöpfungsketten hier vor Ort, stärken. Und genau. Aber der erste Teil ist durch und alles andere kommt noch. Und wir haben da eben ganz konkret mitgewirkt, also seitens der im Namen der solidarischen Landwirtschaftsbetriebe in der Region von Leipzig, dass halt eben, das habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, es kam auf der nächsten Folie, es ist gar nicht so viel, ne? Also die Stadt Leipzig besitzt jetzt nicht so viel Fläche, 1800 Hektar von 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche im Stadtgebiet Leipzig. Zu den 1800 Hektar kommt noch dazu, dass die Leipziger Wasserwerke ein Tochterunternehmen haben, die ein landwirtschaftlicher Betrieb sind, Wassergut Karnitz. Und diese 1800 Hektar, also dafür ist jetzt eben diese Ausschreibungskriterien, dafür ist dieser Katalog formuliert worden. Und ich habe jetzt einfach mal ganz kurz zur Übersicht ein paar Stichpunkte, also diesen Katalog mitgebracht und habe das auch ausgedruckt. Und kann das nachher noch bereitlegen. Ein paar Exemplare habe ich mitgebracht. Ich habe grün markiert, wo wir irgendwie mitgewirkt haben zu einer positiven Veränderung. Aber man muss aber sagen, dass diese IAK Agrar Consulting GmbH von vornherein, also durch den Beteiligungsprozess, der Beteiligungsprozess wurde auch durch die Stadt Leipzig festgelegt, ne, dass so jemand wie der Ernährungsrat und so an der Entwicklung dieses Landwirtschaftskonzepts beteiligt werden sollen. Und dann haben wir uns ja beteiligt und haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel solidarische Landwirtschaft auch einen Punkt bekommt bei der Flächenvergabe. Aber jetzt kurz vor Beschluss im Stadtrat letzten Herbst gab es halt eben nochmal auf Einladung der Grünen, der Linken und der SPD einen runden Tisch. 3-mal wurde sich zusammengesetzt mit Landwirten, Landwirtinnen aller Art, Forschung, Zivilgesellschaft. Und dann wurde nochmal eben an dem Beschluss, der zur Vorlage bereit lag, ein bisschen gefeilt. Da wurde dann zum Beispiel eben eingefügt, dass der Pächter, so wie es in dem Konzept steht, eben auch eine pachtende Organisation sein kann und nur eine Person davon ausgebildeter Landwirt, Landwirtin sein muss oder eine 3-jährige Berufserfahrung haben muss. Die Eigenschaft als Junglandwirt haben wir sozusagen erweitert. Es stand nämlich nur drin, dass Junglandwirte einen Punkt kriegen können, aber da haben wir eben kritisiert, dass ExistenzgründerInnen vergessen wurden, weil ExistenzgründerInnen sind ja nicht unbedingt unter 41 Jahre alt. Das haben wir in einer Veranstaltungsreihe in Sachsen gemerkt, dass extrem viele Leute, die Maschinenbauer sind und auf der Suche nach etwas anderem sind, sich für solidarische Landwirtschaft interessieren, die dann halt eben auch private Flächeneigentümer sind, 4, 5, 6, 7, 8 bis 10 Hektar haben aus der Familie und dann so denken, vielleicht will ich ja mal eine Solawi gründen und so. Und deswegen haben wir uns dafür eingesetzt. Und auf der zweiten Seite, es gibt jetzt insgesamt 20 Kriterien. Bis vor, in der ersten Beschlussfassung standen nur 17 Kriterien. Die solidarische Landwirtschaft war von Anfang an dabei. Da hieß es noch solidarische ökologische Landwirtschaft, gab 4 Punkte.
Da haben wir gesagt, die ökologische Landwirtschaft bitte rausstreichen, weil viele Solawis sind nicht ökologisch zertifiziert. Haben sie gemacht, dann aber auch 2 Punkte weggenommen, finde ich auch verständlich. Dieses Kriterium ist aber kombinierbar mit dem Kriterium ökologische Landwirtschaft. Und wenn der gesamte Betrieb ökologisch wirtschaftet, gibt es sogar 4 Punkte. Und wenn die Solawi nicht ökologisch wirtschaftet, dann kann sie das mit Punkt 13, Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, kombinieren. Und insgesamt, glaube ich, schneiden die dabei schon ganz schön gut ab. Man muss aber auch sagen, es gibt schon recht viele Solawis in Leipzig und es sind alles nur Gemüsesolawis. In ganz Sachsen gibt es eigentlich fast nur Gemüsesolawis. Eine ist gerade dabei, es gab eine andere Vollversorger-Solawi, aber soweit ich weiß, die sich irgendwie aufgespalten und mag vielleicht auch an der Agrarstruktur in Sachsen liegen, dass es irgendwie nicht so viele kleinere Betriebe gibt, die halt auch Getreide oder also die andere Sachen als Gemüse vermarkten, Fleisch vermarkten, Milchprodukte vermarkten. Es gibt wahrscheinlich einfach nicht so viele Betriebe, die zum Beispiel kooperieren könnten mit einem Gemüsebaubetrieb und so eine Kooperations-Solawi werden könnten oder so. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ich rede auch schon wieder viel zu lang. Ich wollte nur noch sagen, dass ich den Punkt der regionalen Herkunft des Bewirtschafters auch ganz spannend finde, weil nämlich da extra eine Change-of-Control-Klausel eingefügt wurde und gesagt würde, wenn der Pächter, die Pächterin der Flächen der Stadt Leipzig einen Anteil verkauft, besteht ein Sonderkündigungsrecht der Stadt Leipzig. Und was ich auch ganz spannend finde, ist die Geschlechtergerechtigkeit. Da wurde nämlich gesagt, dass im Betrieb ein geschlechtsspezifischer Gehaltsunterschied von 10% mit 1 Punkt bewertet wird. Aber wenn er sogar nur weniger als 5% groß ist, also der geschlechtsspezifische Gehaltsunterschied, dann kriegt es sogar 2 Punkte. Das habe ich hier gerade vergessen aufzulisten. Ja, und jetzt bin ich fertig. Hier wollte ich nur noch mal kurz sagen, dass Punkt 2 finde ich sehr kritisch, dass da immer noch so krasse Nutzungskonkurrenzen vorgesehen sind, auch zum Beispiel für Wohnungsbau, weil wer schon mal in Leipzig war, weiß, wie viele Häuser da noch leer stehen. Und ich verstehe einfach nicht, wieso man die Besitzer nicht enteignen kann. Also, ja. Erfahren haben, das war schon erstmal so, wie kann das Ganze weitergehen hier? Das war existenziell das Ganze für uns. Also wenn die Flächen wegfallen, dann geht es einfach hier nicht weiter. Die Hofgründung entstand ja im Prinzip mit Hilfe von einem Verein, der das quasi gebündelt hat an Gebäuden und an Flächen, die wir quasi auch schon pachten bisher. Und jetzt haben wir im Prinzip die Möglichkeit, das Ganze weiter zu umfassen, dass es eben von einem Verein getragen wird und nicht in dem Privateigentum steckt. Durch die Sicherheit, die wir durch den Flächenkauf durch Kulturland erlangen, wir haben einen Quellort am Gelände, diesen könnte man halt auch besser noch erschließen. Wir haben ja in recht kurzer Zeit viel Zuspruch dann gehabt. Gutes Gefühl, es Hoffnung macht, dass es jetzt auf einem guten Weg ist. Wir schätzen das total, dass wir nur saisonales Gemüse essen. Das ist total toll, das macht kreativ. Ich bin Theresa Jund und wir sind hier auf dem Patersberghof. Der liegt in Oberfranken. Hinter uns liegt der Patersberg und darum erstrecken sich dann das Maintal und Kulmbach. Ja, wir haben als Betriebsschwerpunkt eigentlich unsere Milchkuhherde, das fränkische Gelbvieh, 14 Milchkühe, aber eigentlich auch ein Gemischbetrieb. Wir haben Ackerbau, wir haben Veredelung von der Milch, wir haben Veredelung vom Getreide und wir geben eigentlich an Erzeugnissen nichts, sage ich mal, in den großen Strom ab, sondern eigentlich alles direkt hier, man muss sagen, lokal, gar nicht regional, sondern direkt eigentlich von der Haustür raus zu den Menschen hier vor Ort. Wir in der Gärtnerei selber sind auf 2 Hektar Gemüsebau auf den Flächen vom Patersberghof tätig. In der Gärtnerei selber haben wir eigentlich ein Vollsortiment von 40 Kulturen übers Jahr verteilt. Also wir haben insgesamt 40 Hektar und davon ist eigentlich alles zugepachtet. Also wir haben kein Eigenland. Dann haben wir Anfang Juli erfahren, dass unser Hauptverpächter sein Land verkaufen möchte. Und das ist die Hälfte unserer Flächen. Das ist genau das, mit dem damals vor über 30 Jahren dieser Hof eigentlich gegründet wurde. Also die zentralen Flächen, die hier in der Nähe liegen. Das ist unsere Gärtnerei, das sind unsere Weideflächen, die von der Hofstelle aus erreichbar sind für die Kühe und hauptsächlich auch unsere Heuwiesen.
Wir befinden uns ja in einer dramatischen Situation am Bodenmarkt. Die Kaufpreise und auch Pachtpreise für Land haben sich verdoppelt und verdreifacht, sodass ich als Biobauer überhaupt nicht mehr die Möglichkeit habe, Land zu erwerben und auch kaum die Möglichkeit habe, Land zu pachten. Dieses Problem können Biobauern alleine nicht lösen, sondern das können wir nur als Gemeinschaft. Und da kommt die Kulturland ins Spiel. Wir haben uns gegründet, um Land aus der Spekulation zu kaufen und in die Hände von Biobauern zu geben, die das dauerhaft eigentumsähnlich bewirtschaften können. Ihr könnt euch beteiligen mit 500 Euro für einen Genossenschaftsanteil, am besten aber gleich ganz viele kaufen, einfach um mehr Wirksamkeit zu haben. Man ist für die ersten 5 Jahre gebunden, danach kann man jährlich kündigen. Die Flächen, die wir jetzt quasi auch kaufen wollen, sind wichtig für unsere Kühe als Weidefläche. Wir haben da schon Landschaftselemente drin mit Hecke, aber wir wollen jetzt noch Streuobstbäume pflanzen, wollen Nussbäume pflanzen. Einmal für die Kühe als Schatten, aber auch als Nutzen quasi für die Menschen. Wenn man jetzt selber Anteile bei Kulturland zeichnet, bekommt man selber das Gefühl, so geht es mir auch persönlich, ich habe einfach Teil und habe mit dem Geld wirklich was Sinnvolles getan, indem ich halt wirklich hier eine nachhaltige Landwirtschaftsform im Biodynamischen auch unterstütze, indem ich einfach den Boden freikaufe. Wenn ihr mitzeichnet, dann helft ihr uns eigentlich, dieses Ding stabil zu halten und auch zukunftsfähig zu gestalten. Wir sind Ernteteiler, weil ich weiß, wo es herkommt, es regional ist, produziert ist und es super Qualität hat. Wenn ich jetzt sehe, wie ich das abholen kann, alles frisch, das hat man sonst nirgends. Ist auch ein Applaus wert. Ja, wie machen wir es? Stellen wir gemeinsam alle Fragen? Ja, ne? Wir laufen uns auf dem Panel und dann wird die Bühne öffnet. Sabrina Gerdes, Jost Burhop und Christian Jund. Wir füllen die Bühne und wir haben überlegt, wir überziehen ein bisschen in die Kaffeepause hinaus. Ich hole mir die Zeit immer wieder und Andrea hat sie mir angeboten. Also stellen Sie gerne alle Ihre Fragen. Wie gehabt, vielleicht erst Verständnisfragen und dann kommen wir vielleicht auf alle Erfahrungen, wie man jetzt denn weiterkommen könnte, das ausweiten könnte für viel mehr landwirtschaftliche Betriebe. Und danke für die Mikrohilfe. Wer mag anfangen? Wer hat Fragen? Ist das das Nachmittags? Ah, oh, bitte. Kein Nachmittags, es geht los mit weiteren Fragen. Ja, Christian, ganz kurz die Frage, habt ihr die Fläche inzwischen weiter in der Nutzung und gibt es einen neuen Eigentümer, sprich Kulturland, oder wie ist dieses Verfahren, welcher Schwebe muss ich mir das nach wie vor vorstellen? Also wir sind noch in der Schwebe, wir haben den Notartermin gehabt und warten jetzt quasi im Moment auf die Zustimmung vom Landratsamt. Also die sind quasi laut Grundstücksverkehrsgesetz jetzt quasi drüber, um da zu entscheiden. Wir haben ja eben darüber gesprochen, inwieweit wird ein gemeinwohlorientierter Bodenträger da akzeptiert. Gibt es da schon Signale? Was sagt das Landratsamt? Ja, das sind ja die guten Landwirte hier, die uns Stadt und Land zusammenhalten und Menschen und Landwirte. Oder gibt es da vielleicht Schwierigkeiten, weil es ja eben nicht direkt der, ihr seid ja nicht direkt die Käufer. Also die Frist wurde jetzt verlängert, um die Entscheidung zu fällen. Lag auch daran, dass es vor Weihnachten quasi eingereicht wurde. Und wir merken jetzt schon, dass der Bauernverband schon massiv quasi im Umfeld die Landwirte, zumindest die eigenen Mitglieder, informiert, dass das Land verkauft worden soll und sie ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen können. Aber wir sind jetzt, was ich heute erfahren habe, nicht der erste Hof in Bayern, wo das jetzt auch schon geklappt hat. Jetzt bis vor wenigen Wochen gab es noch keinen Fall in Bayern, wo quasi die Kulturlandgenossenschaft zusammen mit einem Hof Fläche gekauft hat. Und jetzt vor wenigen Tagen ist wohl der Bescheid gekommen von dem ersten Hof in Bayern, wo das quasi bewilligt wurde. Von daher, der Präzedenzfall ist da und unsere Hoffnung natürlich, dass sich da immer mehr anschließen. Und dann gibt es auch keinen Wettbewerb, keinen Bieterwettbewerb. Aber wie befürchtest du das?
Also es ist jetzt so, die Landwirte, die jetzt quasi informiert werden, die dürfen nur zu dem Preis kaufen, der festgesetzt ist im Kaufvertrag. Also der Preis steht fest. Ich meine, wir hatten einen speziellen Verkäufer, der da ganz eigene Vorstellungen zum Preis hatte, auch über dem, sag ich mal, durchschnittlichen Bodenwert, den man so findet. Aber für uns sind es existenzielle Flächen und jetzt auch eigentlich die Gelegenheit, das aus dem Privateigentum herauszunehmen. Und das ist mir auch ein persönliches Anliegen, dass einfach das Boden an sich kein Privateigentum sein darf, für mein Empfinden, sondern ein Gemeingut ist und man das auch wirklich berücksichtigen muss. Nimmt man das wahr? Eine Frage dazu? Oder? Gut, bitte. Ich hatte gedacht, es könnte auch spannend sein, nochmal zu sagen, wie wir das beim Acker-Syndikat probieren, auch diese Grundstücksverkehrsgesetzkonformität hinzukriegen, wenn wir stehen ja am Ende vor dem gleichen Problem. Und bei unserem ersten Hof war es so, dass die Fläche unterhalb, weil das nur eine kleinere Solavi ist, unterhalb des Schwellenwerts lag und deshalb irgendwie nicht relevant war für das Grundstücksverkehrsgesetz. Aber unsere Idee ist, oder wie wir es ausgestaltet haben, ist, dass in den lokalen Vereinen, die dann jeweils das Land kaufen, wir unterschiedliche Kategorien von Mitgliedern haben und Menschen, die eben Landwirtinnen sind, dann ist natürlich auch direkt die Frage, wer ist denn jetzt Landwirtin und wie wird das definiert? So, aber dass die sozusagen da eine eigene Mitgliedskategorie haben und nochmal an bestimmten Punkten in der Satzung ganz klar festgehalten werden, in allen Fragen, die Landwirtschaft betreffen, können diese Menschen nicht überstimmt werden, weshalb sie sozusagen eigentumsgleich über das Land verfügen können, wo wir sozusagen nach bestimmten Vorgesprächen davon ausgehen, dass das so funktionieren wird. Aber das ist natürlich noch eine spannende Frage, wo wir vor einer sehr ähnlichen Problematik stehen auch. Und das Überstimmen ist ja innerhalb des Acker-Syndikats, ne? Und die Frage, wie man nach außen dann den Zugriff aufs Land kriegt, die bleibt ja dann doch immer noch da, oder? Diese Überstimmensfrage, das heißt, die Landwirtinnen haben innerhalb des Syndikats eine höhere... Innerhalb des lokalen Vereins, weil sozusagen das Landwirtschaftsamt will ja, dass die Landwirtinnen darüber verfügen können. Mhm. Und genau. Jetzt habe ich es verstanden. Gut. Die Form bleibt kompliziert, aber sie scheint ja zu wirken und wir drücken die Daumen da.